Wir gehen jetzt hier rein. Auch wenn ich nichts sehen werde. Oh. Okay, da komme ich noch nicht durch. Oder komme ich da durch? Kann man da Igni machen und da irgendwas verbrennen? So, mal kurz. Hm. Nö. Aber es scheint zu leben. Das ist ja interessant. Okay. Interessante Lichtstimmung. Oh. Ist ja was hier unten. Wahnsinn. Wie konnte ich denn nochmal tauchen? Tauchen wir erstmal auf. So. C. So, dann wieder auftauchen, damit wir Luft kriegen. Sehe nämlich immer wieder auf dem Bildschirm 0. Hier los. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Er hat mich angegriffen. Willst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Na, ich weiß nicht, ob ich dich freilassen will. Also, bin ich mir nicht so sicher. Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. War ja klar, dass es wieder nicht irgendwie schwarz oder weiß ist. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Belen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Hm. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben das vielleicht die jungen Kinder da? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg. Musste also sterben. Okay. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden. Mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Ah, sehr gut. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Nee. So einfach machen wir das nicht. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück.
Wohin haben Sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen. Nach Art Serbien. Wir können ja auch über Land, Wald und Feld laufen. Lass mich sie retten. Ja, komm, ich glaub dir nicht. Ich glaube dir nicht, Geist. Zu viele nennen dich böse. Deine Worte allein sind nicht genug. Wende dich gegen mich und die Mächte der Natur erheben sich gegen dich. Jetzt war er ruhig. Ich hasse diese Spinnendinger. Ich hasse überhaupt Spinnen. Nächster. Na gut. War jetzt nicht so schwer, aber... Diese Spinnendinger, die mag ich nun wirklich gar nicht. Ich hoffe, wir haben das Richtige getan. Aber die war mir... Die war mir einfach zu... Ich weiß nicht. Ich habe dem nicht vertraut. Gehen wir hier wieder raus. Dann können wir gleich unser Schwert wieder irgendwo reparieren lassen, so kaputt wie das ist, wie es aussieht. Woran denkst du? Es ist der Werwolf? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? komm. Das Herz des Baums war besessen. Ich habe das Herz zerstört und das Wesen, das sich seiner bemächtigt hatte. Also war es ein Geist. Kommt er zurück? Nein. Nein. Die Momen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Okay, ihm geben wir einfach den Dolch, ja. Was hat er damit gemacht? Oder was hat er damit noch vor? Warum? Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ja, ob das so eine gute Idee war, aber es war mir nicht geheuer. Gerade so ein Wesen. 250 Erfahrungspunkte. Stasch, Stasch. Stasch.
What the fuck? Steck dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist der sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Aber sowas von. Nun, her damit. Vielleicht sahen sie ja früher mal so aus, aber ich glaube fast nicht. Dieser Arm, der da raushängt, was ist das? Hintergehe uns nie wieder! Wir vergeben dir deinen Fehltritt. Du hast deine Sache gut gemacht. Die Kinder sind drall wie Ferkel und süß wie Karamell. Oh nein. Nee. Doch jetzt müssen wir mit unserem weißhaarigen Freund sprechen. Ich kenne dieses Zeichen. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Siehste, sag ich's doch. Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Hm. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Na, ich will mit denen keinen Pakt machen. Ja. Yeah. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Jetzt habe ich echt schlechtes Gewissen. Ja. Welch Glück, einen so tapferen, fähigen Ritter gefunden zu haben. Ja, die Kinder interessieren mich eigentlich mehr. Habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Ja, aber ihr habt doch mit denen was vor. Wo sind sie? Sie sind weit weg. Haben keine Sorgen mehr. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Ja, als ob. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Nee, auch schon vorher nicht. Ihr wisst, warum ich hier bin und was ich will. Du wirst von uns träumen und um das bitten, was du jetzt ablehnst. Das tun alle. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Ja, bestimmt. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ja, die junge ich Frau, nicht. Die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Oh, jetzt dürfen wir Ciri wieder spielen.
Wir wussten, dass jemand Besonderes kommt. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Also Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist da. Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Ciri, wache auf. Los. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Inlerit kriegt sie, ja, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Was geht mit denen? Ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Sehr gut, du bist wach. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Das werden wir ja noch sehen. Toll, der Typ auch noch. Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Er ist gekommen! Okay, ich muss los. Ich renne einfach mal. Ich sehe das gar nicht ein. Gegen die habe ich gar keine Lust zu kämpfen. Yes, erfolgreich geflohen. Einige Zeit später. Was passiert? Hallo? Quest abgeschlossen. Stehe fix. Sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Ja, das werden wir noch sehen. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, Mann, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Ach, schade. Die hätte ich jetzt gerne mal angegriffen, aber sofort.
sie noch irgendwo? Oder ist sie jetzt weg? Charaktereintrag Oma. Erfahrungspunkte, sehr nice. Hier nochmal schön die Pflanzen einsammeln. Hat sich hier noch was geändert? Nö. Hätte ja sein können. Kleinen Moment. Wie sieht's hier aus? Hier sieht's auch gut aus. Sieht da vielleicht? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nee. Ja gut, dann gehen wir halt.